Petrograd, Ende Februar 1917. Die Hauptstadt des Russischen Reiches dampft im Fieber der Revolution. Doch der Sturz der jahrhundertelangen Zarenherrschaft verwandelt Russland nicht in einen demokratischen Staat nach westeuropäischem Vorbild. Ein Mann führt die Revolution einen anderen Weg. Wladimir Iljitsch Lenin. Es lebe die sozialistische Weltrevolution! Und auch der Mann steht schon bereit, der die zweite Etappe der russischen Revolution militärisch organisieren wird. Lew Dawidowitsch Trotzki. Für den Aufstand. Im Oktober 1917 bricht dieser Aufstand los. Die Partei der Bolschewiki, eine Minderheit, zugleich aber eine bestens organisierte Gruppe entschlossener Berufsrevolutionäre, reißt die Macht über das vom Krieg erschöpfte, von Hunger, Not, Elend und Revolution zermürbte Russische Reich an sich. Im Januar 1918 zerschlagen die Bolschewiki dann die Konstituante, das einzige demokratisch gewählte Parlament, das Russland je besaß. Doch der Widerstand erwacht überall im Land. Alle Gewalt! Genosse Rowitzki wird euch nichts nützen. In Russland hat das Volk gesprochen und das russische Volk hat euch nicht gewählt. Ihr seid in der Minderheit. Wir wollen endlich Brot und Frieden! Die Bolschewiken haben uns auch den Frieden versprochen. Aber stattdessen holen sie uns aus den Häusern und Fabriken und pressen uns in die Rote Armee. Genossen, in ganz Sibirien erheben sich die Proletarier gegen diesen blutigen Terror. Wir müssen uns endlich einmal klar darüber werden, dass es jenseits des Urals Landstriche so groß wie die ganze Ukraine gibt, in denen sich noch nie ein Bolschewik gezeigt hat. Wir müssen uns eingestehen, dass die Macht der Sowjetregierung heute nicht weiter reicht als vor 500 Jahren die Macht der Großfürsten von Moskau. Aus allen Teilen des unermesslich großen Landes rücken die antibolschewistischen Kräfte näher an Moskau heran. Deutsche und österreichische Truppen halten nach wie vor die Ukraine besetzt. Am Kuban organisiert General Denikin seine weißrussische Freiwilligenarmee, die schließlich bis Zaritsin, dem späteren Stalingrad, vorstoßen wird. Britische Truppenverbände landen in Murmansk und Archangelsk, wo noch die dem zaristischen Russland gelieferten Waffen- und Munitionsvorräte lagern. Und unter britischem Schutz bildet sich in Archangelsk eine antibolschewistische Regierung. In Fernost gehen die Japaner an Land. Entlang der transsibirischen Eisenbahn stoßen sie über die Mandschurei bis zum Baikalsee vor. Den Japanern folgt ein amerikanisches Truppenkontingent. Auch die Amerikaner setzen sich um Wladiwostok fest, um den Japanern die Herrschaft über den fernen Osten nicht widerspruchslos zu überlassen. Und dann machen sich die entlang der sibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok abziehenden Einheiten der tschechoslowakischen Legion selbstständig. Eine Regierung in Samara, eine zweite Regierung in Omsk. Jeder, der zufällig eine Stadt erobert, bildet irgendeine Regierung. Wir machen dieses Spiel nicht mehr mit, Herr Tschernow. Die Regierung in Samara wurde von 34 Abgeordneten der ehemaligen konstituierenden Versammlung gebildet, deren rechtmäßiger Präsident ich war. Die Regierung in Samara ist daher die einzige legal gewählte Regierung, die Russland gegenwärtig besitzt. Ein Zusammenschluss aller Antibolschewiken tut Not, Bürger Butberg. Die Sozialrevolutionäre verschließen sich nicht dieser Ansicht. Aber diese Leute dort wollen keinen Zusammenschluss. Sie wollen die schrankenlose Herrschaft der Großgrundbesitzer und Kapitalisten von einst wiederherstellen. Der Mann, der alle antibolschewistischen Kräfte zusammenfassen soll, kommt im Oktober 1918 in die westsibirische Hauptstadt Omsk. Admiral Alexander Wassiljewitsch Koltschak, der ehemalige Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte. Wir haben das alles erlebt. Nehmt euch Archangelsk als Beispiel.
Zuerst das Gerede vom Zusammenschluss aller antibolschewistischen Kräfte und dann eine gemeinsame Regierung. Und Waffen von den Alliierten. Schließlich sollen wir ja Russland von der Roten Armee befreien. Tja, und kaum habt ihr die Rote Armee vertrieben, seid ihr selbst an der Reihe. Es lebe der Zar! Es lebe der Zar! Kosaken, die Zarenhymne, zeigt ihnen, wie Kosaken singen können. Es lebe das Haus Romanow! Dann nehme ich dieses Amt an. Als Reichsverweser und oberster Regent in Russland. Nikolov! Ja! Konvalenko! Ja! Miljutin! Kostov! Ja. Ivanjev! Ja. Rauskommen, schnell! Kein Gepäck mitnehmen, alles bleibt hier! Kommt endlich raus, ihr Schurken! Was haben Sie mit diesen Männern vor, Leutnant? Warum bringen Sie sie weg von hier? Wir bringen sie nur dahin, wo sie schon lange hingehören. Ihr wollt sie erschießen. Ist das die Wiederherstellung von Ordnung und Gesetz, die euer Admiral versprochen hat? Solltest du nicht wissen, dass sie sich gegen die Regierung des Reichsverwesers verschworen haben? Ja, ich weiß. Ihr beschuldigt sie der Teilnahme an einem bolschewistischen Aufstandsversuch. Aber wenn ihr so weitermacht, werdet ihr bald einen Aufstand nach dem anderen haben. Du bist ein kluger Kopf. Wie heißt du eigentlich? Ich muss doch mal sehen, ob dein Name nicht auch auf der Liste steht. Ich heiße Nil Valerianowitsch Fomin, falls Sie diesen Namen noch nicht gehört haben sollten, Herr Leutnant. Ich bin einer von den Männern, die vor einem Dreivierteljahr hier in Omsk die Bolschewikenherrschaft gestürzt haben. Sozialrevolutionär, hä? Ja, ein Sozialrevolutionär. Und lassen Sie sich sagen, Herr Leutnant, wir haben die Bolschewiken nicht aus Omsk verjagt, damit ihr jetzt uns in die Gefängnisse sperren könnt. Habe ich nicht schon gesagt? Du bist ein kluger Kopf, Fomin. Zu klug! Ich werde dich auch mitnehmen. Und die da ebenfalls. Schafft sie fort. Alle! Das ist Mord! Kein Gericht hat uns verurteilt! Wir brauchen kein Gericht, nicht für Schurken wie euch. Ihr habt Russland ins Unglück gestürzt. Ihr habt den Zaren ermordet. Ist das die Gerechtigkeit, die ihr uns versprochen habt? Sieht so eure Freiheit aus! Russland wird erst frei sein, sobald wir es von euch befreit haben. Ihr seid nicht besser als die Bolschewiken. Eine Bande von Mördern! Und ihr werdet enden wie sie in einem Meer von Blut! Es war ein Irrtum. Ja, ja. Ein Irrtum, der 15 Menschenleben gefordert hat. Schließlich waren 5 davon zum Tode verurteilt. Aber die anderen 10 doch nicht. Die hat dieser Leutnant doch bloß mitgenommen, weil er gerade dort war. Ausgerechnet Fomin. Schien dem Baron ja besonders am Herzen zu liegen, dieser Genosse Fomin. Er war ein sehr populärer Mann in Omsk. Die Extratour dieses Leutnants wird sich doch nicht geheim halten lassen. Na und? An der Front fallen täglich hunderte Kosaken im Kampf gegen diese roten Banditen. Und hier weinen wir, weil ein paar dran glauben müssen. Sie wären ohnehin an die Reihe gekommen.
Wir haben bloß dem Richter die Arbeit erspart. Ich will keine Gewalttaten. Ich verabscheue Brutalität. Die können wir uns auch gar nicht erlauben. Die Alliierten haben für diese Art von Gerechtigkeit kein Verständnis. Und wir haben die Alliierten noch nie so sehr gebraucht wie jetzt. Die Alliierten, auf die die Koltschak-Regierung in Omsk ihre ganze Hoffnung setzt, tagen in Paris. Im Schloss Versailles treffen die Vertreter der Siegermächte zusammen, um auf der Landkarte Europas neue Grenzen für die Besiegten zu ziehen. Der alliierte Oberbefehlshaber, der französische Marschall Ferdinand Foch jedoch, macht sich Gedanken, die über Europa weit hinausgehen. Und diese Gedanken trägt er Mitte Februar 1919 dem nach Paris gekommenen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, vor. Während Paris den Frieden feiert, plant Foch einen neuen Krieg. Wir glauben nur, dass wir den Krieg schon gewonnen haben, Herr Präsident. Wir werden ihn verlieren, wenn wir die russische Frage nicht lösen. Wir können dieses ungeheure Land, das tief nach Europa hereinragt, nicht dem Chaos überlassen. Als ich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, habe ich einmal gesagt, die Vereinigten Staaten sind nicht auserwählt, die Herren der Welt zu sein. Aber sie sind auserwählt, der Welt gewisse Leuchten voranzutragen, gewisse Leitfackeln der Freiheit, der Grundsatztreue und der Gerechtigkeit. Das haben Sie auch gesagt, Herr Präsident. Ich stehe zu meinem Wort, Marschall Foch. Heute mehr denn je. Alle diese Prinzipien sind in Gefahr. Alle Ideale, für die Amerika in den Krieg gegangen ist, der Bolschewismus bedroht sie, Herr Präsident. Aber die Berichte aus Russland klingen doch sehr optimistisch, Marschall. Denikin ist im Vormarsch auf Zaritsyn. Koltschak steht nahe der Wolga. Die weißen Armeen allein sind zu schwach, um mit den Bolschewiken fertig zu werden. Eine neue Intervention, Marschall Foch. Nach Fernost? Der Weg über Wladiwostok ist zu umständlich und zu langwierig, um Koltschak ausreichende Hilfe zu bringen. Wir werden ihm vom Westen her entgegenkommen müssen. Sie wollen die Bolschewiken in die Zange nehmen? Sie wollen nach Russland marschieren. Man wird sagen, der Franzose Marschall Foch sucht einen Vormann, um auf diese Weise doch noch nach Berlin zu kommen, um womöglich ganz Deutschland zu besetzen. Sie wollen durch ganz Europa nach Russland marschieren? Der Versuch ist schon einmal gescheitert, Marschall. Denken Sie an Napoleon. 1919 ist nicht 1812, Obersthaus. Diesmal wird Frankreich nicht allein marschieren. Franzosen, Briten und Amerikaner. Vor allem Amerikaner. Das wollten Sie doch sagen. Und Amerikaner. Die Amerikaner haben ihren Präsidenten nicht nach Europa geschickt, damit er der Welt einen neuen Krieg bringt, sondern den Frieden. Das ist kein Krieg. Das ist... Man könnte es einen neuen Kreuzzug nennen. Die neuen Staaten in Osteuropa werden auf unserer Seite stehen. Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei. Sie haben den Bolschewismus noch mehr zu fürchten als wir. Aber die Deutschen, Foch, die Deutschen, sie wollen doch durch Deutschland marschieren. Die Deutschen? Ihre Freikorps kämpfen bereits im Baltikum und in Finnland. Sie werden sich uns anschließen. Tatsächlich. Ein neuer Kreuzzug. Dieser Tartüff mit der Fastensuppe der Quäker ernährt. Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten, durchstreift das blutende Europa als oberster Repräsentant der Moral, der Messias des amerikanischen Dollars. Dieses Gespenst möchte den Völkern Strafe und Vergebung zudiktieren. Wir gehören zu denen, die bestraft werden sollen. Wissen Sie davon, Lev Davidovich? Ein Feigling, ein Deserteur. Ein vom Regiment gewählter Kommissar. Ja, ein Kommissar. Einer, der davongelaufen ist, als die Weißen angerückt kamen. Ein Kriegstribunal hat ihn rechtmäßig verurteilt. Die Genossen in Moskau lieben so etwas nicht, Lev Davidovich. Ja, ich weiß. Die Genossenkommissare sitzen lieber in Moskau und reden, statt an der Front zu kämpfen.
Die ganze Partei sitzt in Moskau herum und redet, redet und redet. Statt dass man alle diese Kommissare und Betriebssekretäre und Deputierte zusammenfängt, in Uniform steckt und an die Front schickt. Begreift ihr es denn nicht? Die Weißen rücken näher und näher. Die Sowjetmacht kämpft um ihr nacktes Leben und die Partei debattiert über die Rechte der Kommissare gegenüber den Offizieren. Gegenüber den ehemals zaristischen Offizieren, Lew Dawidowitsch. Ich weiß. Das könnt ihr mir noch immer nicht verzeihen, dass ich zaristische Offiziere in die Rote Armee aufgenommen habe. Darüber kommen sie nicht hinweg, die Genossen, mit ihren plebejischen Vorurteilen wie Woroschilow. Mit wem soll ich diesen Krieg führen, Zinoviev? Mit Kommissaren, die beim ersten Schuss wie die Hasen davonlaufen? Mit Schreibtischstrategen, wie Stalin einer ist? Oh, er hält sich für einen großen Feldherrn, weil er ein paar Monate lang Zaritsyn verteidigt hat. Verteidigt. Seine Horden haben die Dörfer unsicher gemacht, solange die Weißen weit ab waren. Stalin, der Held von Zaritsyn. Ihr werdet sehen, was geschieht, wenn Denikin erst mit seiner ganzen Armee anrückt. Aber ihr in Moskau wollt ja nichts sehen und nichts hören. Mit Dilettanten und Räuberbanden kann ich keinen Krieg führen, Grigorjew Segewitsch. Und mit Feiglingen auch nicht. Lasst ihn liegen! Er bleibt, wo er ist! Stellt eine Wache auf und lasst ihn liegen! Jeder soll sehen, wie es Feiglingen ergeht! Ströme von Blut werden noch fließen, bis wir gesiegt haben. Sagen Sie den Genossen in Moskau, was Sie hier gesehen haben, Grigorjew Segewitsch. Drüben bei den Weißen ist der halbe Generalstab der zaristischen Armee versammelt. Sie haben die tschechoslowakische Legion. Sie haben französische und britische Militärberater. Ununterbrochen rollen über die transsibirische Eisenbahn neue Munitionstransporte heran. Und in Paris denken sie Tag und Nacht darüber nach, wie sie uns aushungern könnten. Wissen Sie warum, Grigorjew Segewitsch? Sie fürchten uns. In ihren Salons und in ihren Palästen. Mit ihren Milliarden Dollar auf den Bankkonten, mit ihren bis an die Zähne bewaffneten Millionenheeren fürchten sie uns. Sie fürchten diese armseligen, verlausten, halbverhungerten, barfüßigen Haufen, die wir die Rote Armee nennen. Hier, wir. Heute ist es nicht mehr das Gespenst des Kommunismus, das in Europa umgeht. Es ist der Kommunismus von Fleisch und Blut, der den Kontinent heimsucht. Eines Tages wird Europa einsehen, dass sein einziges Heil in einer Föderation von Sowjetrepubliken liegt. Hat sich erst einmal Deutschland angeschlossen, dann werden Sowjetitalien und Sowjetfrankreich einen Monat früher oder später hinzukommen. Deshalb fürchten sie uns. Und deshalb werden wir durchhalten. Zunächst einmal haben die Weißen Ufa eingenommen und sind im Vormarsch auf Kasan und Samara. Und im Norden steht Gajda schon vor Glasow. Weiter Vorstoß nach Westen zur Wolga. Und dann über die Wolga Richtung Moskau. Zugleich stößt Gajda über Perm und Glasow nach Nordwest. Sucht die Vereinigung mit den Briten, die von Archangelsk herunterkommen. Und dann ebenfalls Marsch auf Moskau. Der weitere Vorstoß nach West und Nordwest bietet sich natürlich an. Ebenso aber eine Operation in Richtung Zaritsyn an die untere Wolga. Vereinigung mit den Armeen des General Denikin. Sollen wir Denikin zur Hilfe kommen? Soll er doch selbst sehen, wie er mit den Roten fertig wird. Wollt ihr einen Wettlauf veranstalten, wer zuerst in Moskau ist? Wettlauf. Denikin sitzt bei Zaritsyn fest. Worauf sollen wir warten? Ufa, Perm sind erobert. Wir werden Kasan und Samara überrennen. Bis Moskau ist niemand mehr da, der uns aufhalten kann. Die Kosaken werden das bolschewistische Pack aus dem Kreml fegen, wie eine Fuhre Mist. Sie sind blind vor Siegestrunkenheit. Sie haben Maß und Ziel verloren. Was haben wir im Norden zu gewinnen? Moskaus Kornkammer liegt an der unteren Wolga. Wir zersplittern unsere Kräfte, statt sie zu vereinigen. Dann vereinigt sie doch. Wissen Sie, was Ehrgeiz ist, General?
Der Ehrgeiz lässt Sie nicht mehr klar denken. Sie wollen vor Denikin in Moskau sein, aber Moskau allein nützt nichts. Die Roten wissen, warum sie mit allen Mitteln Zaryzin verteidigen. Wenn sie das Land an der Wolga verlieren, verhungern sie. Sehen Sie, Baron, wir können euch Waffen liefern. Euren Krieg müsst ihr euch selbst führen. Warum tut ihr es nicht? Das ganze Übel liegt darin, dass wir keinen wirklichen Höchstkommandierenden haben. Admiral Koltschak genießt das absolute Vertrauen des alliierten Oberkommandos. Nur leider versteht der Admiral nichts vom Landkrieg. Er ist auf Vorschläge angewiesen. Dazu hat er seinen Stabschef. Lebetjew. Ja. Der hat seine Position durch Zufall ergattert. Sie sind Brite, General. Aber Sie dürfen diese Armee hier nicht mit britischen Augen betrachten. Hier in Omsk, das ist der Überrest von einst, was ich gerade noch vor den Bolschewiken retten konnte. Strandgut. Wie ich. Im ganzen Stab gibt es nicht einen Mann, der auch nur die Spur ernster militärischer Erfahrung besäße. Warum erzählen Sie mir das alles, Baron Woodberg? Weil wir auf eine Katastrophe zusteuern, wenn die Alliierten nicht eingreifen. Wir brauchen Denikin nicht. Aber vielleicht braucht ihr uns. Moskau, das Herz Russlands. Von hier ging einst die Größe des Reiches aus. Wenn wir in Moskau einziehen, haben wir gesiegt. Ich bin Tscheche, Admiral. Sie stehen in russischen Diensten, General Gaida. Ich bin Tscheche. Ich stehe jetzt zwar in russischen Diensten, ich habe die russische Uniform angezogen, als die Einheiten der tschechoslowakischen Legion sich zum Rückzug nach Europa entschlossen, aber ich bin Tscheche und Soldat. Für mich ist Moskau deshalb nur eine Stadt wie jede andere. Ich sehe nur die militärische Seite dieses Problems. Wenn wir allein nach Moskau wollen, brauchen wir Nachschub. Wir brauchen Soldaten. So wie wir jetzt aussehen, wird dieser Vormarsch eine Katastrophe. Wir holen uns, was wir brauchen. Sie wollen euch das Land wieder wegnehmen, das wir euch gegeben haben. Sie wollen den Zaren wieder auf den Thron setzen. Der Zar ist tot. Der Zar ist tot, aber die Grundbesitzer leben. Ja, wir hätten sie lieber alle aufhängen sollen. Ja, das hättet ihr. Aber ihr habt sie laufen lassen und dafür schicken sie euch jetzt die Kosaken, um euch aufzuhängen. Sie rauben das Getreide aus euren Scheunen. Sie plündern eure Häuser aus. Sie pressen eure Söhne in die Uniformen. Sie vergewaltigen eure Frauen. Warum wehrt ihr euch nicht? Ihr habt doch Waffen! Was nützen uns die Gewehre? Wir haben keine Munition! Holt sie euch doch! Überfallt die Kosaken, wenn sie durch eure Dörfer ziehen! Es sind zu viele, Genosse! Habt ihr Angst? Sie sind nur stark, weil sie die Eisenbahn haben. Fallt ihnen doch in den Rücken! Verhindert, dass sie Nachschub bekommen! Zerstört die Bahnlinien dann! Bleiben sie im Schnee stecken und erfrieren wie verhungerte Wölfe! Los, lauf!
Hände hoch! Weiter, weiter! Mach die Hände hoch! Weiter, weiter! Los, vorwärts! Komm runter! Jackenschein, komm runter! Vorwärts, nach Wirtswald! Komm, 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 komm! Weg da! Weg! Voran, los! Die Unruhen greifen um sich, meine Herren. Die zivilen Regierungsbehörden werden mit den Zuständen nicht mehr fertig. Die Polizei reicht nicht aus. Die rote Brut pusht nur, wenn man sie prügelt. Das habt ihr jetzt davon, ihr mit euren Gesetzen. Das Landwirtschaftsdekret des Admirals war ein Fehler. Der Fehler war, dass es nicht weit genug geht. Warum verschenken Sie Ihre Güter nicht an die Bauern, Baron? Meine Güter existieren leider nicht, General. Meine Vorfahren waren immer nur Beamte. Eben, da können Sie leicht verschenken, was Ihnen nicht gehört. Ich wüsste nicht, was da verschenkt worden wäre. Die Ernte auf den Feldern. Das Dekret hat den Bauern lediglich zugesichert, dass sie das Getreide behalten dürfen, das sie gesät haben. Nun, haben wir es ihnen gelassen? Bezahlen wir, was wir requirieren? Wir plündern die Dörfer aus und hetzen das Volk in einen neuen Aufstand hinein. Sollen wir für euch mit leerem Magen kämpfen? Meine Kosaken hungern, während ihr unser Getreide verschleudert. Aber jetzt will man es holen, was uns gehört. Der Bürgermeister diesem Drecknest. Wo ist der? Ich weiß es nicht, Herr. Wo ist deiner? Dein Sohn? Und dein Mann? Wo sind sie hin, eure Männer? Du da. Wo ist der, dein Mann? Warum ist er nicht da, wenn wir kommen, ihn zum Militär zu holen? Pack! Die Satire, Verräter! Bolschewiken! Prügelt sie! Prügelt sie alle! Sie sagen, wo sie die Männer versteckt haben! Wo wir sie alle haben! Alle! Mörder! Schweine! Blutseifer! Also, wo sind denn eure Männer? Wo habt ihr sie versteckt? In den Wäldern sind sie! Bei den Partisanen! Sucht sie doch! Ihr werdet sie nicht finden, aber sie werden euch finden! Sie werden euch die Leiber aufschlitzen und euch die Gedärme rausreißen! Ihr Tiere! Ihr Tiere! Ihr wild gewonnenen Tiere! Also gut, erholen Sie uns. Zündet das Drecknest an, brennt es nieder. Lasst das Pack in den Flammen rösten. Bedauert, dass er sie nicht empfangen kann, Bill. Er hat Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Quälende Kopfschmerzen. Er leidet sehr darunter. Hören Sie, Mr. House. Edward. Sagen Sie ruhig Edward zu mir. Fein, Edward. Hören Sie, Edward. Der Präsident schickt mich als seinen persönlichen Beauftragten in geheimer Mission nach Moskau. Er will endlich verlässliche Informationen über diese Bolschewiken. Ich gehe nach Moskau. Ich komme aus Moskau zurück. Ich bringe nicht nur Informationen, ich bringe ein schriftliches Angebot der Sowjetregierung mit. Und der Präsident hat Kopfschmerzen? Um die ganze Wahrheit zu sagen, Bill,
Dem Präsidenten geht es nicht gut. Der ewige Streit mit Clemenceau, mit den Italienern vor allem, Sie kennen ihn doch, Bill. Er ist offene, ehrliche, direkte Worte gewohnt. Diese Winkelzüge hier machen ihn krank. Ist er krank? Im Ernst, Bill. Wir fürchten seinen Zusammenbruch. Er ist nach Europa gekommen, um der Welt einen Frieden der Gerechtigkeit zu bringen. Hier wollen Sie wohl den Frieden, aber Gerechtigkeit? Die Italiener wollen ganz Südtirol, da lassen sie nicht locker. Dafür wollen die Jugoslawen Triest. Triest, stellen Sie sich das vor, eine rein italienische Stadt und dazu noch halb Kärnten. Clemenceau denkt Tag und Nacht nur ans linke Rheinufer. Und Foch, was soll ich Ihnen da sagen? Ich weiß, Foch würde am liebsten drauf losmarschieren. Aber das ist doch Wahnsinn. Man sieht die Situation hier falsch. Das sind Leute, mit denen sich reden lässt. Ah. Und was sagen Sie, wenn man mit Ihnen redet? Dieses Stück Papier hier wäre wert, vom Präsidenten persönlich gelesen zu werden. Trotz Kopfschmerzen. Er wird es ja lesen, Bill, aber das muss ja nicht gleich sein, nicht sofort. Doch, Mr. House. Verzeihung, Edward. Doch, er muss es sofort lesen. Die Sowjets bieten Einstellung aller Feindseligkeiten an. Ein sofortiges Ende des Bürgerkrieges zwischen allen Regierungen und Parteien. Ach, und die Gegenleistung? Abzug aller alliierten Interventionstruppen. Aufhebung der Blockade für alle Lieferungen an die Sowjetregierung. Mehr nicht, Bill? Mein Gott, wie bescheiden. Wir sollen bloß abziehen und Russland seinem Schicksal überlassen. Das heißt, den Bolschewiken. Der Präsident ist nach Europa gekommen, um der Welt einen Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit zu bringen. Und eben. Sollen wir tatenlos zusehen, wie in einem Teil dieser Welt Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten vernichtet werden? Die Interventionstruppen sollen abziehen. Und in den nächsten 24 Stunden werden alle Konterrevolutionäre erschossen. Da ist noch ein Punkt, Edward. Die Sowjetregierung bietet eine totale Amnestie für alle russischen Bürger, die auf Seiten der Alliierten gekämpft haben. Und das nehmen Sie diesen Leuten ab, Bill? Ich sagte Ihnen schon, man sieht sich ja falsch. Man betrachtet sie als einen Stamm von Wilden, die tagtäglich zum Frühstück ein Dutzend gegrillter Babys verspeisen. Sie essen Grütze zum Frühstück. Ein scheußliches Zeug. Ich war bei Cicerin, dem Außenkommissar. Er spricht ein blendendes Englisch. Stellen Sie sich vor, auf seinem Schreibtisch hat er ein laut kreischendes Grammophon, auf dem spielt er den ganzen Tag Platten von Bach und Schubert. Ich habe auch Lenin gesehen. Ein bemerkenswerter Mann. Wir müssen endlich damit aufhören, diese Leute als einen Haufen von Abenteurern zu betrachten, die man mit ein paar Soldaten davonjagen kann. Na schön, ja, Sie. Natürlich haben Sie Ihre Schwierigkeiten. Und mit diesem Angebot, das Sie da mitgebracht haben, damit sollen wir Ihnen helfen, aus Ihren Schwierigkeiten herauszukommen. Das geht nicht, Bill. Dann will man also einen neuen Krieg führen. Foch soll marschieren. Nein, diesen Plan hat der oberste Kriegsrat bereits abgelehnt. Nicht zuletzt unter unserem Einfluss. Wenn wir marschieren, dann marschieren auch die Japaner und dann setzen sie sich auf die Dauer in Sibirien fest. Das können wir nicht zulassen. Was dann? Welche andere Lösung schwebt dem Präsidenten vor? Wir wissen es nicht, Bill. Wir wissen es wirklich noch nicht. Wenn der Präsident nur nicht in diesem entsetzlichen Zustand wäre. Meine Regierung, Herr Admiral, die Regierungen der Alliierten und ihrer verbündeten Mächte überhaupt, möchten hiermit feierlich erklären, dass das Ziel ihrer Politik die Wiederherstellung des Friedens in Russland ist. Als erste Voraussetzung dieses Friedens sieht man die Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung an, die aufgrund eines freien, geheimen und demokratischen Wahlrechts als oberste gesetzgebende Körperschaft gewählt werden soll. Versichern Sie, Monsieur Clemenceau, Exzellenz, in dem Augenblick, in dem die Bolschewiken endgültig besiegt sind, wird mein erster Gedanke der Festlegung des Datums gelten, an dem die Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung stattfinden. Die Alliierten haben mit Befriedigung Ihre feierliche Erklärung vernommen, Herr Admiral. Dass Sie und Ihre Mitarbeiter das frühere System des Grundbesitzes nicht wieder einführen wollen. Die Prinzipien, nach denen interne russische Fragen zu entscheiden sind, sollen selbstverständlich von der russischen verfassunggebenden Versammlung festgelegt werden. Die Alliierten möchten allerdings die Garantie haben, dass die Regierung, die sie unterstützen sollen, für die bürgerlichen und religiösen Rechte aller Russen eintritt und kein Versuch unternehmen wird, das durch die Revolution gestürzte Regime wieder einzusetzen.
Es kann keine Rückkehr zu dem Regime geben, das in Russland vor dem Februar 1917 geherrscht hat. Versichern Sie, dass Ihre Regierung und Ihren Alliierten, Exzellenz... Die Alliierten und die verbündeten Mächte müssen weiterhin auf der Unabhängigkeit Polens und Finnlands bestehen. Die Regierungen erwarten ferner ein rasches Übereinkommen mit Estland, Lettland, Litauen, der Ukraine und den transkaspischen Ländern. Die Friedenskonferenz in Paris erwartet, Herr Admiral, dass Ihre Regierung zunächst die Autonomie dieser Länder anerkennt. Sie erwartet weiterhin, dass die russische Regierung eventuell bestehende Beziehungen der Alliierten zu den Regierungen dieser Länder akzeptiert? Die Alliierten verlangen, die Alliierten erwarten. Sie erwarten, sie verlangen, sie fordern. Statt einer Armee schickt Frankreich einen neuen Botschafter. Statt Waffen und Munition einen Fetzen Papier. Und ich soll Monsieur Clemenceau noch dankbar sein, dass er mich als rechtmäßigen Reichsverweser anerkennt und nicht Lenin in Moskau. War es so schlimm? Du hättest ihn sehen sollen, diesen Herrn aus Paris, wie er mit ein paar Worten Russlands schönste Provinzen verschenkte. Wir haben nichts mehr von ihnen zu erwarten, nichts. Sie wollen uns ausbluten lassen, damit sie dann wie die Aasgeier über unsere Leichen herfallen können. Und du? Was hast du ihnen geantwortet? Sie verlangen, dass wir eine verfassunggebende Versammlung wählen lassen. Sie sollen sie haben, diese Versammlung. Ich habe Ihnen gesagt, dass über Russlands Grenzen nur diese verfassunggebende Versammlung entscheiden kann. Sobald die Bolschewiken endgültig besiegt sind. Finnland, Polen, das Baltikum, die Ukraine, den Kaukasus, die transkaspischen Gouvernements. Sie werden nichts bekommen. Nicht, solange ich oberster Regent Russlands bin. Die Geschichte würde mir nie verzeihen, wenn ich das aufgebe, was Peter der Große einst gewonnen hat. Und was willst du tun? Wir sehen jetzt wenigstens klar. Wir haben mit keiner Hilfe mehr zu rechnen. Wir werden allein auf Moskau marschieren. Wir werden in Moskau einziehen, in den Kreml. Und der Patriarch der rechtgläubigen Kirche wird in der Isaakskathedrale den Dankgottesdienst zelebrieren, dass wir die Menschheit von der Geißel des Bolschewismus befreit haben. Und das Glockenspiel im Kreml wird wie einst die Zarenhymne anschlagen. Juli 1919. Noch schlägt das Glockenspiel im Kreml von Moskau die Internationale an. Doch in diesen heißen Sommermonaten des Zweiten Bürgerkriegsjahres scheint es ganz so, als sollten die Völker die Signale aus der sowjetischen Hauptstadt nicht mehr lange hören. Der Genosse Kriegskommissar ist ohne entscheidende Erfolgsmeldung nach Moskau zurückgekehrt. Immerhin hat die Rote Armee Ufa zurückerobert. Stimmt, wir haben die Weißen aus Ufa vertrieben. Aber haben wir sie auch über Ufa hinaus verfolgt? Haben wir die konterrevolutionären Banden dieses Admiral Koltschak überrannt und zerschlagen, als sie sich bei Ufa zur Flucht wendeten? Nein, das haben wir nicht. Aber was soll diese dramatische Frage des Genossen Stalin? Wir wissen alle, was geschehen ist. Der Vormarsch ist nach ersten Anfangserfolgen stecken geblieben. Er ist stecken geblieben, weil der Genosse Kriegskommissar Truppen abgezogen hat. Und was schlägt uns der Genosse Kriegskommissar jetzt vor? Er will die Front im Osten noch weiter schwächen. Er will statt wenigstens jetzt für Verstärkung zu sorgen, Regimenter aus dem Osten abziehen und an die Südfront werfen. Vielleicht war es ein Fehler. Es war kein Fehler, Lev Davidovich. Die Entscheidung über diesen Kriegfeld im Süden, machen Sie sie endlich begreiflich. Nur Sie können es. Machen Sie diesen Zivilisten klar, dass Moskau verloren ist, wenn wir Denikins Armeen an der unteren Wolga nicht aufhalten. Womit, Bonsch? Womit? Sie geben mir keine Soldaten, ich bekomme keine Verpflegung, keinen Nachschub, keine Munition. Der Genosse Kriegskommissar hat uns gesagt, die Front im Osten, der Kampf
gegen Koltschak sei von geringerer Bedeutung, weil nur ein Sieg im Süden, die Eroberung der Ukraine und der unteren Wolga, uns Brot bringt. Aber hat der Genosse Kriegskommissar wenigstens im Süden diesen Sieg zu verzeichnen? Im Gegenteil. Vor wenigen Tagen hat General Denikin sogar Zaryzin erobert. Zaryzin, die Schlüsselstellung an der unteren Wolga. Zaryzin, das den Weg nach Moskau öffnet und zugleich zum Ural und nach Sibirien. Zaryzin, das die Rote Armee ein volles Jahr lang gegen alle konterrevolutionären Anstürme gehalten hat. Dass er gehalten hat? Ja, wir haben Zaryzin verloren. Aber wie hätten wir es halten sollen? Habt ihr mir geschickt, worum ich immer gebeten habe? Wie soll ich Truppen konzentrieren, wenn ich sie nicht verpflegen, bekleiden, bewaffnen kann? Keine Agitation und kein Druck kann eine barfüßige, hungrige, verlauste Armee kampffähig machen. Ich brauche Offiziere und ihr schickt mir Kommissare. Ich brauche Disziplin. Ich kann nicht mit einem Haufen wildgewordener Partisanen kämpfen, die so Krieg führen, wie es ihnen gerade Spaß macht. Die Dörfer ausplündern, die Bevölkerung drangsalieren und die Bauern gegen uns aufhetzen. Der Genosse Kriegskommissar hat uns gesagt, dass er die konterrevolutionären Banditen nicht ohne die Hilfe zaristischer Offiziere vernichten kann. Wir haben schweren Herzens zugestimmt. Und was erleben wir? Verrat. Überall Verrat. Aber die Partei ist wachsam. Sie durchschaut die schändlichen Machenschaften dieser Saboteure. Der Genosse Stalin gebraucht große Worte. Warum sagt er nicht offen, wen er des Verrats bezichtigt? Die Verräter sitzen überall. Sogar in unseren Reihen. Wir sind von Spionen und Konterrevolutionären umgeben. Jeder ist ein Verräter, der sich über die Partei hinwegsetzen will. Aber die Partei ist wachsam. Ja, die Partei ist wachsam. Sie wird keinen Bonapartismus dulden. Über die Leichen der für die Revolution gefallenen Proletarier hinweg wird sich kein neuer Napoleon erheben und die Macht an sich reißen. Spricht der Genosse Stalin noch von Vassettis? Oder denkt er schon an den Genossen Trotzki selbst? Die Zeiten für einen neuen Napoleon sind denkbar ungünstig, Genossen. Ein Bonaparte braucht Siege, keine Niederlagen. Der Sieg im Osten war in greifbarer Nähe. Nur Verrat hat ihn verhindert. Wenn der Genosse Trotzki es hören will, dieser höchstkommandierende Vassettis ist der Verräter. Beweise, Genosse Stalin, Beweise. Wenn die CK Beweise braucht, die Tatsachen sind Beweis genug. Ein Höchstkommandierender, der seine Armeeführer daran hindert, den geschlagenen Feind zu verfolgen und zu vernichten. Vielleicht war es ein Fehler, die Kriegführung auf die Südfront zu konzentrieren. Vielleicht habe ich die Lage im Osten falsch eingeschätzt. Ich gebe es zu, es war ein Fehler. Wir hätten Koltschak verfolgen und schlagen sollen. Aber ich lehne es ab, von Verrat zu sprechen. Hat der Genosse Stalin einen Antrag zu stellen? Ich beantrage,
den höchstkommandierenden Vassettis abzusetzen. Ich beantrage die Ernennung eines neuen Höchstkommandierenden. Ich beantrage, den Revolutionären Kriegsrat neu zusammenzusetzen. Ich beantrage, die gesamte Kriegsführung auf den Kampf gegen Koltschak zu konzentrieren. In den Revolutionären Kriegsrat sind nur die Kommissare aufzunehmen, die an der Front bewiesen haben, dass sie der Partei bedingungslos treu ergeben sind. Die Partei hat recht. Die Partei muss recht haben. Niemand kann gegen die Partei recht behalten. Ich bitte deshalb die Genossen, meinen Rücktritt zur Kenntnis zu nehmen. Mein Rücktritt als Kriegskommissar, als Vorsitzender des Revolutionären Kriegsrats, als Mitglied des Politbüros. Nicht doch, Genossen. Bleiben Sie, Lev Stafilowitsch. Lev Stafilowitsch! Die Partei kann sich einen solchen Streit nicht leisten, Genossen. Die Partei kann sich den Verzicht auf den Genossen Trotzki ganz einfach nicht leisten. Trotzki, das ist der Sieg der Oktoberrevolution. Trotzki, das ist die Rote Armee. Ihr könnt ihn doch nicht gehen lassen, Genossen. Wollt ihr die Partei spalten? Ich beantrage, den Rücktritt des Genossen Trotzki nicht anzunehmen. Ich beantrage eine Resolution, die dem Genossen Trotzki feierlich die Hochachtung und das bedingungslose Vertrauen des Politbüros ausspricht und ihn dringend ersucht, seine äußerst schwierige, gefährliche und wichtige Arbeit fortzusetzen. Heißt das, der Genosse Lenin will weiter die konterrevolutionäre Brut in der Roten Armee dulden? Will er weiter zulassen, dass der Kriegskommissar wie bisher alte Bolschewiken, erprobte Revolutionäre sogar erschießen lässt? Ich weiß. Ich kenne den strengen Charakter der Verfügungen des Genossen Trotzki. Aber ich bin so tief überzeugt von der Richtigkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der vom Genossen Trotzki im Interesse der Sache erteilten Verfügungen, dass ich sie voll und ganz unterstütze. So geht die Rote Armee im Sommer 1919 schließlich doch über den Ural hinweg zum Angriff auf die weißrussischen Truppen des Admirals Koltschak über. Proletarier aufs Pferd, so lautet Trotzkis Parole. Und in der sibirischen Steppe erweisen sich die Kavallerieregimenter der Roten Armee den weißrussischen Kosaken durchaus ebenbürtig. Der Roten Armee werden aus dem europäischen Russland an die sibirische Front geschickt. Was kaum jemand für möglich gehalten hätte, macht Trotzki wahr. Aus zerlumpten Bauern, aus halb verhungerten Proletariern formt der Kriegskommissar eine schlagkräftige Armee, die auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs 3 Millionen Mann stark ist. Und diese Armee rollt südwärts und ostwärts zugleich. Nach dem Süden gegen den weißrussischen General Denikin an der unteren Wolga, und nach dem Osten gegen die Kosaken des Admirals Koltschak. Als sich mit dem Herbst 1919 wieder der Schnee über die endlosen Weiten Sibiriens legt, sind die Koltschak-Truppen überall im Rückzug. Dass sie allein nach Moskau vorstoßen wollten, statt sich mit Denikin zu vereinigen, wird ihr Verhängnis. Ohne ausreichende alliierte Hilfe können sie nach dem Abzug der tschechoslowakischen Legion die Bolschewiki allein nicht aufhalten. Vom Westen und vom Norden marschieren die Kolonnen der Roten Armee auf Koltschaks sibirisches Herrschaftsgebiet zwischen Omsk und Irkutsk zu.
Was ist los, General? Warum dieser nächtliche Alarm? Sind die Bolschewiken da? Sie sind da, Baron. Die Rote Armee ist an der ganzen Front zum Angriff angetreten. Die Spitzen rücken bereits auf Omsk vor. Die Roten greifen nicht erst seit heute Nacht an, Herr General. Auch wenn das Oberkommando in Omsk diesen Vormarsch offenbar nicht ernst genug genommen hat. Seit die tschechoslowakische Legion mit ihrem Abzug nach Fernost begonnen hat, führen wir diesen Zwei-Fronten-Krieg ganz allein. Vor uns die Roten, in unserem Rücken die Partisanen. Und die Bauern laufen in hellen Scharen zu den Bolschewiken über. Überrascht das die Regierung in Omsk, Herr General? Ihre Kosaken brennen die Dörfer nieder. Frauen werden geprügelt und vergewaltigt. Hinrichtungskommandos vergießen Ströme von Blut. Ihr wartet ja nicht mal mehr die Urteile ab. Ihr schießt einfach jeden nieder, der euch verdächtig vorkommt. Auch die Roten plündern und morden. Dieses ganze Land ist in einen Blutrausch verfallen. Wenn die Bolschewiken bis Omsk vorstoßen, werden hier überall neue Aufstände aufflammen. Dann schneiden sie auch ihnen den Rückzug ab. Die Bahnlinie nach Wladiwostok ist fest in unserer Hand, Herr General. Wir werden uns durchschlagen. Ja, ja, ihr denkt nur noch daran, wie ihr nach Hause kommen könnt. Ihr habt uns im Stich gelassen. Das russische Volk hat sie im Stich gelassen, Herr General. Schon der Umsturz in Omsk vor einem Jahr hat den Grundsatz der Legalität verletzt. Mitglieder der Regierung wurden verhaftet, gewählte Abgeordnete eingekerkert, Gefangene ohne Gerichtsverfahren erschossen. Der Admiral hatte mit alledem nichts zu tun. Ganz Sibirien hat den Admiral als Befreier begrüßt. Aber während wir Tschechoslowaken fast ein Jahr lang die gesamte Last des Krieges trugen, haben sich die russischen Offiziere im Rücken der Front in immer neue Intrigen und Verschwörungen eingelassen. Wollen Sie Gerichtstag halten? Jetzt, wo die Bolschewiken vor Omsk stehen? Wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Ich werde den Admiral wecken lassen. Der Admiral ist schon geweckt, Dietrichs. Baron Budberg? Ja? Bleiben Sie noch einen Augenblick, Baron. Bitte. Wenn Sie den Admiral um diese Zeit wecken, Baron, dann muss etwas passiert sein. Der Generalstabschef braucht eine sofortige Entscheidung des Höchstkommandierenden, Anna Wassiljewna. Weichen Sie nicht aus, Baron. Ich habe Sie immer für den einzigen Menschen hier in Omsk gehalten, dem der Admiral rückhaltlos vertrauen kann. Der Admiral hat von meinen Anregungen leider nur sehr selten Gebrauch gemacht. Sagen Sie mir die Wahrheit, Baron. Steht es sehr schlimm? Nicht schlimmer als seit Tagen und Wochen. Aber niemand wollte sehen, was unausweichlich auf uns zukommt. Was haben wir falsch gemacht, Baron? Alles. Vom ersten Augenblick an alles, Anna Wassiljewna. Der Stab war von Anfang an von Ignoranz und Inkompetenz beherrscht. Und so ist die Armee Stück um Stück zerfallen. Der Admiral hat immer nur an Russland gedacht, nie an sich selbst. Er hat immer an der vordersten Front gestanden, mitten im schlimmsten Kugelhagel. Das wissen Sie genau, Baron Budberg. Die persönliche Tapferkeit des Admirals hat niemand bestritten, Anna Wassiljewna. Aber persönliche Tapferkeit allein genügt nicht, um einen Staat zu regieren. Sie wollten die Wahrheit wissen, Anna Wassiljewna. Im ganzen Land herrschen Anarchie und Aufruhr. Die Regierung ist eine einzige Ansammlung moralischer Fäulnis. Wir sind am Ende, Anna Wassiljewna. Intrigen ehrgeizige Egoisten, Selbstsucht, Korruptheit und Schurkentum jeder nur erdenklichen Art haben uns dahin gebracht. Ich darf mich entfernen. Die tschechoslowakische Legion nimmt an den Kampfhandlungen nicht mehr teil. Wenn wir Omsk in aller Eile evakuieren, können wir die hier noch vorhandenen Vorräte vor dem Zugriff der Roten Armee retten. Sie wollen Omsk aufgeben? Omsk, Dietrichs? Omsk, das Symbol des Widerstandes gegen die Rote Flut. Omsk ist nicht zu halten, Herr Admiral. Nicht mit den Truppen, über die wir noch zu verfügen haben. Ist Sacharow da? Der Herr Admiral lässt bitten, General. Ich
Sie sind über die Lage informiert, General. Die Roten sind im Anzug. Wieder mal. Deshalb verliere ich nicht gleich die Nerven. Die Kosaken sind in einzelne kleine Abteilungen weit über das Land verstreut. Die Rote Armee wird uns kaum Zeit lassen, uns westlich oder nördlich von Omsk zu sammeln. Heißt das, ihr wollt Omsk aufgeben? Die tschechoslowakische Legion hat sich auf Irkutsk zurückgezogen und nimmt an den Kämpfen nicht mehr teil. Und wir sollen hinterherlaufen, wie die gejagten Hasen. Wohin? In die endlosen Weiten Sibiriens hinein? Sollen wir uns von halbwilden Bauernhorden abschlachten lassen oder vielleicht im Baikalsee ersaufen? Unser Land ist hier. Hier sind auch die Kosaken zu Hause. Wir haben keine Angst vor ein paar zähnefletschenden Bolschewiken. Wir geben Omsk nicht auf. Wenn der Höchstkommandierende die sofortige Evakuierung von Omsk ablehnt, kann ich als Generalstabschef die Verantwortung für die Sicherheit der Regierung und für die Weiterführung des Krieges nicht länger tragen. General Sacharow, Sie haben alle Vollmachten. Als Reichsverweser und oberster Regent ernenne ich Sie zum Höchstkommandierenden meiner Streitkräfte. Ich bin beauftragt, dem alliierten Oberkommando die tschechoslowakische Forderung zu übermitteln, dem endgültigen Abzug der Legion aus ganz Sibirien keine Hindernisse in den Weg zu legen. Wenn die tschechoslowakische Legion Irkutsk räumt, wird der Aufbau einer neuen Verteidigungslinie unmöglich gemacht. General Sacharow sprach davon, die Rote Armee noch westlich von Omsk aufzuhalten und zurückzuschlagen. Omsk ist bereits am 14. November gefallen. Das wissen Sie genau. Das alliierte Oberkommando darf den Abzug der Tschechoslowaken nicht zulassen, General Janin. Die tschechoslowakische Legion untersteht zwar formell dem alliierten Oberkommando, aber die letzte Entscheidung kann nicht ich treffen. Die trifft die Regierung in Prag. Die Regierung des Admirals Koltschak ist das letzte Bollwerk der Zivilisation in Russland. Wenn dieses Bollwerk fällt, wird das ganze Reich in einem Meer von Blut ertrinken. Das geht ganz Europa an. Auch die Tschechen. Wir haben dieses Bollwerk mit eigenen Augen gesehen. Unter dem Schutz tschechoslowakischer Bajonette haben sich Regierung und Armee Handlungen erlaubt, die das Entsetzen der gesamten zivilisierten Welt bilden. Ich weiß. Man spricht von weißem Terror. Weshalb verlangt man von uns Menschlichkeit gegen einen Feind, der keinen Pardon gibt? Vielleicht aus Klugheit, Herr Pepeljajew, wenn Sie schon kein edleres Motiv wissen. Die tschechoslowakische Legion appelliert jedenfalls an das alliierte Oberkommando, ihrem Abmarsch aus Sibirien und ihrer Rückkehr in die Heimat keine Widerstände mehr in den Weg zu legen. Ich werde eine entsprechende Anweisung ausfertigen. Vorläufig danke ich Ihnen, meine Herren. Sie müssen diese Leute verstehen, Herr Pepeljajew. Seit einem Jahr ist Frieden in Europa. Es gibt einen neuen, unabhängigen tschechoslowakischen Staat. Kein Wunder, dass diese Menschen endlich heim wollen. Die tschechoslowakische Legion war das Rückgrat unserer Armee, General Janin. Machen wir einander nichts vor, Herr Pepeljajew. Diese Armee ist auf der Flucht. Sie existiert praktisch nicht mehr. Wofür sollten diese Menschen noch kämpfen, da die Regierung ja selbst die Hoffnung schon aufgegeben hat? Nicht wir haben die Hoffnung aufgegeben. Man hat uns fallen lassen. Die alliierten Mächte haben alles versprochen und nichts gehalten. Die Welt wird die Folgen dieses Versäumnisses noch zu spüren bekommen.
Sie haben mich zu sprechen gewünscht, Admiral. Wie lange soll dieser Aufenthalt noch dauern, General? Wir sitzen jetzt schon seit 12 Stunden fest. Tut mir leid. Die Strecke ist blockiert. Die Züge kommen in diesem Schnee nicht weiter. Die Bahnhöfe sind mit Flüchtlingen vollgestopft. Das sehen Sie ja selbst. Ihr verdammter Zug da vorne blockiert die Strecke. Wir warten auf eine Einheit der tschechoslowakischen Legion, die bereits auf dem Marsch hierher ist, Admiral. Ich verlange, dass Sie die Strecke sofort freimachen, General. Wollen Sie warten, bis wir hier von den Bolschewiken überrollt werden? Ich sagte Ihnen schon, es tut mir sehr leid. Ihre Züge können vorläufig nicht befördert werden. Totentransporte haben absolute Priorität. Wir haben den obersten Regenten Russlands vor sich, General. Ich gebe Ihnen Befehl, die Strecke nach Irkutsk sofort für meinen Transport freizumachen. Ich unterstehe nur dem Kommando der tschechoslowakischen Legion, Admiral. Woher bist du? Aus Orenburg, euer Hochwohlgeboren. Und du? Auch aus Orenburg, euer Hochwohlgeboren. Wir sind fast alle hier aus Orenburg. Möchtet ihr heim? In Orenburg sind die Roten. Sagen Sie diesen Männern, dass ich sie ihres Treueides entbinde. Heißt das, Sie wollen kapitulieren, Herr Admiral? Ich werde mich durchkämpfen. Aber ich will niemanden zwingen, bei mir zu bleiben. Wer glaubt, dass er seinen Frieden mit den Bolschewiken machen kann, soll gehen. Keiner wird gehen. Wojciechowski! Endlich. Ich habe schon gefürchtet, ihr seid den Partisanen in die Arme gelaufen. Beinahe, General. Aber eben auch nur beinahe. Elegantes Hauptquartier für einen Armeekommandanten, was? Ja, für eine Nacht reicht's. Wie steht's um Ihre Leute? Vorderhand ausreichend Munition und Verpflegung. Aber wie lange noch, Herr General? Wir müssen uns nach Irkutsk durchschlagen, Wojciechowski. Es ist nicht mehr weit. Wenn wir erst in Irkutsk sind, dann hätten wir... General! Schon wieder gut, Wojciechowski. Schon wieder vorbei. War ein bisschen viel in den letzten Tagen. Sie sind krank, Herr General. Sie haben Fieber. Was ist Fieber? Ja, und? Haben Sie ein Feldlazarett mitgebracht? Ja. Also, wir müssen sehen, dass wir nach Irkutsk durchkommen. Dort sind die Tschechen, dort sind die Franzosen. Westlich von Irkutsk ist es unmöglich, eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Haben Sie Nachricht vom Hauptquartier bekommen, Herr General? Letzter Kurier ist vor 2 Tagen durchgekommen. Da hatte der Admiral eben nicht in Neodinsk erreicht. Er müsste jetzt auch schon in Irkutsk sein. Weg.
Haben Sie neue Nachrichten, General? Ist die Strecke jetzt frei? Nordwestlich Irkutsk sind starke Partisaneneinheiten gesichtet worden. Sie sollen bereits Kontakt mit den Angriffsspitzen der 5. Roten Armee haben. Vielleicht wäre es besser, von der Bahnlinie wegzukommen, Herr Admiral. Südwärts. Bis zur mongolischen Grenze sind es keine 300 Kilometer. Ich halte niemanden zurück. Was ich den Kosaken da draußen gesagt habe, gilt auch für Sie. Ich gehe nach Irkutsk. In Irkutsk ist die Regierung. Ich möchte Sie warnen, Herr Admiral. Die Partisanen sind bis an den Stadtrand vorgedrungen. Aus Irkutsk werden Unruhen gemeldet. Aber das alliierte Oberkommando. In Irkutsk sitzt General Janin. Ich glaube nicht, dass das alliierte Oberkommando in interne russische Vorgänge einzugreifen beabsichtigt, solange sie die Sicherheit der alliierten Streitkräfte nicht gefährden. Es haben sich bereits verschiedene Komitees gebildet. Ich fürchte, Herr Admiral, die aus Omsk geflüchtete Regierung ist nicht mehr im Amt. Ich glaube, es bleibt mir nichts mehr zu tun für dieses Land. Ich werde mein Amt und meine Würde an den General Denikin übergeben. Er hat die Handlungsfreiheit, den Kampf fortzusetzen. Bis zum endgültigen Sieg über den Bolschewismus, hoffe ich. Ich danke als oberster Herrscher des Russischen Reiches ab. Ich übergebe Ihnen diesen Transport, General, und unterstelle mich dem Schutz des alliierten Oberkommandos. Vielleicht können Sie unter diesen veränderten Umständen die Strecke freimachen und mich und meine Begleitung nach Irkutsk bringen. Das politische Zentrum, das gegenwärtig die Regierungsgewalt in Irkutsk ausübt, legt Wert auf die loyale Zusammenarbeit mit dem alliierten Oberkommando, Herr General. Sie haben die Stadt durch bewaffnete Zivilisten in ihren Besitz gebracht. Sie haben die rechtmäßigen Behörden durch Gewalt ausgeschaltet. Sie haben Verhaftungen vornehmen lassen. Sie haben die Menge aufgeputscht und hierher in Marsch gesetzt. Nennen Sie das loyal? Die sogenannte russische Regierung, die von Omsk hierher geflüchtet ist, Herr General, wurde von der Empörung der gesamten Bevölkerung hinweggefegt. Das politische Zentrum betrachtet sich keineswegs als neue Regierung für Sibirien, sondern lediglich als ein Aktionskomitee zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Was verstehen Sie unter normalen Verhältnissen? Diese Demonstration da draußen? Allerschnellste Einberufung einer konstituierenden Versammlung, Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheiten. Alles Forderungen, Herr General, die die Friedenskonferenz in Paris seinerzeit an die Regierung des Admirals Koltschak gestellt hat. Ergebnislos. Und selbstverständlich einen schnellsten Friedensschluss mit dem Sowjetregime. Konstituierende Versammlung. Bürgerliche Freiheiten. Die Rote Armee ist im Anmarsch. Und Sie wollen über einen Friedensschluss mit dem Sowjetregime verhandeln. Ich wünsche Ihrem politischen Zentrum viel Glück, Monsieur. Das alliierte Oberkommando wird Ihnen keine Hindernisse in den Weg legen, wenn Sie tatsächlich für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen. Dazu ist allerdings eine Maßnahme erforderlich. Die Auslieferung des Admirals Koltschak. 5 Minuten, nachdem Sie ihn haben, hängen Sie ihn auf. Das politische Zentrum von Irkutsk hat nicht die Absicht, die gleichen Verbrechen zu begehen wie die frühere Regierung. Die Sicherheit des Admirals wird garantiert, bis ein ordentliches Gericht entscheidet. Was wollt ihr mit Koltschak? Er ist ein geschlagener Mann. Seine Regierung habt ihr davongejagt. Was von seiner Armee noch übrig ist, befindet sich auf der Flucht. Die Bevölkerung befürchtet, der Admiral könnte seine Bewegungsfreiheit dazu benutzen, um den Bürgerkrieg erneut anzufachen. Aber das ist doch Unsinn. Womit denn? Die tschechoslowakische Legion befindet sich auf dem Abtransport nach Wladiwostok. Ich bedauere,
Admiral Koltschak hat sich unter alliierten Schutz gestellt. Wenn Sie Koltschak an uns nicht ausliefern, Herr General, wird die Menge sich ihn holen. Wollen Sie mehr drohen? Ich kann Ihr ganzes sogenanntes politisches Zentrum verhaften lassen. Gewiss, Herr General, das könnten Sie. Aber warum sollten Sie? Überall im Untergrund lauern die Bolschewiken. Die Massen wollen Koltschak haben. Sie machen ihn für das Unglück Sibiriens, für das entsetzliche Elend in diesem Land verantwortlich. Wenn die Alliierten den Admiral weiter schützen, dann werden die Bolschewiken leichtes Spiel haben. Sie werden Unruhen schüren und Aufstände entfesseln. Bis Wladiwostok ist der Weg noch weit, Herr General. Und Bahnlinien sind schnell zerstört. Vielleicht revidieren Sie Ihren Entschluss hinsichtlich der Person des Admirals Koltschak doch noch. Also, meine Herren, gehen wir. Warte noch. Der Major wollte sich erst umsehen. Vielleicht müssen wir weiterfahren. Wohin? Admiral Alexander Wassiljewitsch Koltschak? Ja? Das politische Zentrum von Irkutsk erklärt Sie für verhaftet. Mit der Vorbereitung des Staatsstreichs hatte ich nichts zu tun. Ich konnte gar nichts damit zu tun haben. Ich war an der Front. Nach meiner Ankunft in Omsk kamen viele Stabsoffiziere und Kosakenvertreter zu mir und erklärten mit Bestimmtheit, dass das Direktorium nicht mehr lange existieren würde und die Schaffung einer einzigen Autorität erforderlich wäre. Als ich sie über die Form dieser einzigen Autorität befragte und wissen wollte, wen sie vorschlügen, sagten sie rundheraus, ich müsste das sein. Und? Und was weiter? Ich habe diese Verantwortung abgelehnt. Ich bin nicht nach Omsk gekommen, weil ich nach persönlicher Macht strebte. Ich wollte ursprünglich gar nicht in Omsk bleiben. Ich wollte nach Südrussland weiterfahren. Zur Armee des Landesverräters Denikin. Sie hatten also von allem Anfang an die Absicht, gegen die Sowjetmacht zu kämpfen. Sie sind überhaupt nur nach Russland zurückgekehrt, um sich den konterrevolutionären Banden anzuschließen. Das geben Sie doch zu. Was soll dieses Verhör? Sie wollten meinen Kopf. Sie haben ihn. Lassen Sie mich doch erschießen. Was soll dieser ganze Prozess? Sie mögen es von Omsk gewohnt sein, Bürger Koltschak, Gefangene ohne Prozess und Urteil erschießen zu lassen. Dieses Tribunal verhandelt nach Recht und Gesetz im Namen des Stadtsowjet von Irkutsk. Ich wurde im Namen des politischen Zentrums verhaftet. Dieses sogenannte politische Zentrum existiert nicht mehr. Die Macht in dieser Stadt wird jetzt wieder vom Sowjet der Arbeiter-, Bauern- und Soldatendeputierten ausgeübt. Dem Tribunal wurde ein Schreiben übergeben, das Sie aus Ihrer Zelle geschmuggelt haben und das für die im Gefängnislazarett liegende Bürgerin Anna Wassiljewna Timireva bestimmt war. Sie schreiben von guten Nachrichten über anrückende Truppen. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, Bürger Koltschak. Die einzigen Truppen, die in Richtung Irkutsk anrücken, sind die Truppen der 5. Roten Armee. General Kappel, Todesursache Lungenentzündung.
Nicht einmal vom Feind gefallen. Nein, in einem alten, verfallenen Bauernhaus. Elend an Lungenentzündung zugrunde gegangen. Meine Herren, als ranglichster Offizier übernehme ich nach dem Tod des General Kappel das Kommando über alle unter seinem Befehl stehenden Einheiten. Der allgemeine Marschbefehl bleibt aufrecht. Richtung Irkutsk? Richtung Irkutsk. Die Rote Armee ist ebenfalls im Anmarsch auf Irkutsk, Herr General. Wir sind näher. Und außerdem, wohin sollten wir denn marschieren? Die Bahnlinie ist unsere einzige Hoffnung. Vielleicht können wir Anschluss finden an den Kosakenhauptmann Semdjanow und uns unter den Schutz der Japaner stellen. Zunächst aber sollten wir versuchen, den Admiral zu befreien. Ja, das freie Sibirien hat nur dieses eine Symbol. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Nein, der Krieg in Sibirien ist noch lange nicht vorbei. Noch müssen die Überreste von Admiral Koltschaks weißen Armeen ihren Weg durch die endlos scheinenden Schneewüsten bis zum bitteren Ende gehen. Von den Alliierten verlassen, von Trotzkis Roter Armee unerbittlich verfolgt, kämpfen sie sich hinter Irkutsk nach dem Osten und nach dem Süden weiter. Sie schlagen sich zu den Japanern durch, die beim Baikalsee stehen. Sie retten sich über die chinesische Grenze in die Mandschurei, begleitet von Zehntausenden Flüchtlingen, die der Roten Armee nicht in die Hände fallen wollen. Das ganze südöstliche Sibirien verwandelt sich in ein einziges gigantisches Leichenfeld. In diesem Winter 1919-20 kommen Hunderttausende Menschen ums Leben. Gefallen im Kampf mit den nachdrängenden Angriffsspitzen der Roten Armee, unterwegs verhungert, erfroren in den Flüchtlingszügen der transsibirischen Eisenbahn, die im Schnee stecken bleiben. Und so scheitert auch der letzte Versuch, das Schicksal der Konterrevolution in Sibirien durch die Befreiung des Admirals Koltschak noch einmal zu wenden. Wir haben keine weiteren Nachrichten, Genosse Kommandeur. Nur die Aufforderung dieses konterrevolutionären Banditen, den Admiral auszuliefern. Er will Irkutsk angreifen, falls wir Koltschak nicht herausgeben. Einen Moment, Genosse Kommandeur. Schanowski? Ja, das kommt darauf an, wie stark Sie sind. Wir haben hier fast keine Artillerie. Ja, ich habe verstanden, Genosse Kommandeur. Wir haben hier noch diesen Chinesen, den ehemaligen Scharfrichter. Jawohl, wir haben verstanden. Das Schicksal des früheren Scharfrichters dürfte das Kommando der 5. Armee kaum interessieren, Genossen. Was die Truppen anbelangt, so kann das Gros nicht vor 48 Stunden hier sein. Bis dahin sind wir ermächtigt, in Angelegenheit des Bürgers Koltschak sowie des gleichfalls hier inhaftierten Bürgers Pepeljajew, ehemals Ministerpräsident der konterrevolutionären Regierung von Irkutsk, nach eigenem Ermessen zu handeln. Heißt das? Das heißt, das Tribunal ist vom Kommando der 5. Roten Armee ermächtigt, den Bürger Alexander Wassiljewitsch Koltschak ohne weiteres Verfahren erschießen zu lassen. Falls die Lage es erfordert, es ist soweit, Bürger.